So, hallo erstmal, herzlich willkommen hier aus der Kolbenschmidt Arena in Heilbronn. Nächste Heimspiel der Eisbären, der Gegner, die Stuttgart Rebels. Sorry dafür, hat ein bisschen gedauert, mein Main-PC ist noch beim PC-Doc. Hoffen wir, der kommt bald wieder. Präsentiert das Ganze von Johnnys Sportbar, Schulgasse 3 in Heilbronn. Das folgende Event wird präsentiert von Procredo Pharma, Ihre Apotheken-Weiterentwickler. Mit freundlicher Unterstützung der Firmen CBC, Castella Baukonzept, CIC, Castella Immokonzept, Drive Allegiance, Premium Autopflege, bedruckte eine Marke der JZ Garage. Und Johnnys Sportsbar, Schulgasse 3 in Heilbronn. Ja, knapp 15 Minuten waren gespielt in der Kolbenschmidt Arena. Der Spielstand bisher noch 0:0. Dann Angriff der Eisbären. Mina Liebsch erneut Torschütze zum 1:0 hier in der Kolbenschmidt Arena. Das Ganze in der 15. Minute. Ja, Mila Liebsch sieht man zurzeit öfters auf der Torschützenliste. Und auch dieses Mal eröffnet er den Abend in der Kolbenschmidt Arena. Gehen wir rein ins zweite Drittel. War nicht viel geboten. Ein Hammer von den Eisbären. Ja, ein bisschen symptomatisch für das Spiel. Abgezogen und pariert von Dominik Guritz, der auch heute Spieler des Abends seiner Mannschaft wurde. Genauso wie auf der anderen Seite Kevin Jingst. Daher torlos das zweite Drittel. Und auch im dritten Drittel dauerte es ziemlich lang, bis hier ein bisschen was passierte. Abwehrschlacht in der Kolbenschmidt Arena. Nächste Möglichkeit der Eisbären, wieder pariert bisher sehr gut. Wir sehen es gerade mal noch 6 Minuten zu spielen. Ja, egal was aufs Tor kam, der Junge parierte. Ja, die Rebels wollten das ganze Ding natürlich noch drehen. Auch hier Kevin Jingst sehr gut pariert. Und wir sind circa 2 Minuten vor Ende der Partie. Uli vor dem Tor von Kevin Jingst. Die Rebels mittlerweile Torwart rausgenommen. Milan Liebsch alleine aufs Tor. Ja, der eingeflogene Liebsch. Und es steht 2:0 für die Eisbären. Ihr habt es gleich oben gesehen. 1:26 vor Ende der Partie. Ja, Stuttgart machte auf, nahm den Torwart raus und so empty goal für die Eisbären zum 2:0. Ja, eigentlich sowas wie eine Vorentscheidung, aber für den Eishockey, da kann alles passieren. Und die Rebels probierten natürlich weiterhin hier vielleicht noch was zu holen und ließen den Torwart auch in der Folge gleich mal draußen. Nächste Situation, wieder Bulli vor dem Tor der Eisbären. Der konnte pariert werden. Dann der Pass auf Igor Filobok und das nächste Empty Goal. Ja, der springt nicht ein, der fährt das Ding ganz cool locker über die Linie. 3:0 die Führung für die Eisbären. Und das war natürlich die Vorentscheidung, es waren nur noch ein paar Sekunden hier zu spielen. Igor Filobok, 3:0. Gleichzeitig auch das Endergebnis am heutigen Abend. Ja, wie gesagt, war eine Abwehrschlacht in der Kolbenschmidt Arena. Beide Keeper Man of the Match. Und so haben wir zum Schluss doch noch ein recht gutes Ergebnis. Mit 3:0 gewinnen die Eisbären gegen die Stuttgart Rebels, bleiben weiterhin Tabellenführer. Und wir haben Milan Liebsch vor dem Mikro. Ja, 3:0 gegen die Stuttgart Rebels, bei mir Milan Liebsch. Ja, Milan, dich sieht man zurzeit häufig auf der Torschützenliste. Heute auch wieder zweimal. Glückwunsch erstmal. Dankeschön. Was war das heute für ein Spiel? Die Stuttgarter haben ziemlich viel gemauert, also sehr defensiv gespielt. Und deswegen war das alles ein bisschen mühsam, auch nach vorne. Dann haben einige Chancen vergeben, hätte schon früher entschieden sein können. Haben dann auch ein paar dumme Chancen wieder zugelassen, dann im Gegenzug. Ja. Trotzdem war es erfolgreich, darauf kommt es an. Ja, mehr Punkte gibt es auf keinen Fall dafür. Genau. Dein zweites Tor, so geplant oder was? Das zweite Tor, ja, ich wollte mit der Scheibe bis zum Tor laufen, bin halt vorher gestolpert, aber alle mal drin. Alles klar, ich danke dir. Danke. Are you ready? Showtime. More bang for your buck.